und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unter uns, beziehungsweise hier vorne, die Linsen eingebaut und unter uns ist jede Menge hochgekommen, womit wir jetzt arbeiten müssen. Das einzige Problem ist nur, dass ich zwischenzeitlich, weil ich das Rätsel noch nicht gelöst hatte, zwischenzeitlich mal offline gegangen bin. Und ja, jetzt weitermachen wollte, aber jetzt alles wieder zurückgesetzt worden ist. Ich werde mal schauen. Also wenn das Ganze zu lange dauert, dann werde ich das ein bisschen cutten. Ich habe aber was anderes noch gesehen. Also während ich das beim letzten Mal offline noch weiter eingestellt habe. Frau Ayahuasca, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Ich habe mir nämlich was überlegt. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ich hatte mir das Ganze hier ja mal abgezeichnet, weil ich gedacht habe, das muss hier an spezielle Positionen oder so gerichtet werden. Aber es könnte sein, wobei ich mir da, wie gesagt, nicht so sicher bin, ob das funktioniert. Es könnte sein, dass wir nur diese Farben treffen müssen. Ich meine, nur ist natürlich, ja. Weil sie sagt ja auch nichts, wenn man hier reinguckt und man kann sich die Farben dann nur angucken, beziehungsweise dieses ja, Gemälde oder wie auch immer ich das nennen soll. Deswegen bin ich echt am Überlegen, ob man da nicht einfach mal versuchen muss, die Dinger zu treffen. Das ist mir am Ende noch aufgefallen, ich wollte es noch ausprobieren, aber naja, wie es dann meistens so ist, man hat dann keine Zeit mehr. Und ja, jetzt mal eben gucken. Ich muss, da ist was im Weg, ne? Genau, ich muss den blauen Strahl irgendwie wegkriegen. Die Frage ist nur, kann ich da jetzt nicht mehr drauf? Achso, hier unten. Ja, nee, du sollst dich in die andere Richtung drehen. So, der würde jetzt nach da gehen. Das heißt, der würde hier oben auskommen, aber der ist doch, das verstehe ich jetzt zum Beispiel wieder gar nicht. Also das hier habe ich, sowas ähnliches habe ich nämlich Frau gesehen. Frau Ayahuasca, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Deswegen bin ich darauf gekommen, dass ich wahrscheinlich hier treffen muss. Das Problem ist nur, wie treffe ich da? Nee, ich möchte die gerne angucken. Moment, da kann ich mal angucken. Weil das ist zum Beispiel wieder tiefer, oder? Wenn ich den jetzt treffen würde. Obwohl, der geht so schräg hoch. So, wenn ich dich treffe, passiert irgendwie gar nichts. Warum passiert denn da gar nichts? Was meint das? Ach so. Ah, Moment. Nee. Das hilft nicht. Weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den grünen jetzt hier durch die Mitte machen muss oder ob ich den blauen eventuell durch die Mitte und den grünen ableiten. Das Problem, das große Problem wird dann nur noch sein, was mache ich dann hier mit dem roten? Gemäß dem Fall, ich würde jetzt, oder wird der vielleicht erst blau, wenn ich den, ach so, okay. Der wird erst blau, wenn ich den grünen wegleite. Okay, der stellt sich jetzt erstmal nach da. Kann ich den nicht eventuell? Doch, kann ich. Okay, dann ist das grün. Bringt uns das jetzt irgendwas hier? Oder müssen wir wirklich da drauf leuchten? Nee, weil hier leuchtet jetzt nichts auf. Also denke ich mal, müssen wir da wirklich versuchen, drauf zu leuchten. Die Frage ist dann nur, wie machen wir das dann? Ach, jetzt kann ich den... Ah, okay. Jetzt kann ich den drehen. Wo kommt der aus? Ah, der kommt da aus. Wenn ich ihn dann richtig treffe, was er anscheinend nicht möchte. Oder muss ich das Teil... Nee, das kann ich nicht drehen. Oder muss ich den vielleicht durch den daneben? Durch den hier irgendwie machen? Der muss ja auch eine Funktion haben. Was ist mit dem hier? Achso, den kann ich anwählen. Okay. Es wird jetzt gerade alles etwas kompliziert. Ich weiß auch nicht, den kann ich nicht so drehen, dass ich da... Kann ich immer nur so ein Stück drehen, das ist halt sehr nervig. Wenn ich den jetzt...
Hallo, Mauszeiger. Wenn ich den jetzt so drehen würde, dann würde er hier drauf gehen. Der ist irgendwie gar nicht auf der Höhe, habe ich so das Gefühl, ne? Ach nee, das war ja der hohe. Ah, okay. Dann ist das natürlich logisch. Das heißt aber, Moment. Ach so, den kann man runter. Dann wird er nach oben in die Ecke. Das bringt uns aber wahrscheinlich nichts. Aber wir können das mal ausprobieren. Hallo? Na, der ist sehr hoch dann. Kann ich mir auch nur angucken. Den kann ich nicht drehen. Das ist natürlich doof. Also denke ich mal, dass das wahrscheinlich eher nicht die des Rätsels Lösung ist. Der bleibt auch nicht stehen. Na komm, geh da drauf. Der bleibt auch nicht stehen. Ich verstehe auch nicht, warum die immer wieder zurück in die Position gehen. Weil hier ist das jetzt zum Beispiel wunderbar, dann könnte ich den anleuchten. Aber er geht immer wieder zurück in die Position. Und den hier kann ich ums Verrecken nicht drehen. Und der hier ist, glaube ich. Hallo? Der ist, glaube ich, zu hoch, oder? Nee, der ist gleiche Höhe. Aber den könnte ich zum Beispiel auch nicht drehen. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Kann man mit dem vielleicht arbeiten? Nee, dann geht er auch wieder zurück. Das ist doch scheiße. Der ist hoch. Vielleicht muss ich den auch auf die andere Seite kriegen. Hallo? Bleibt er da noch nicht bei mir hängen? Okay, er stellt sich jetzt so hin. Aber das ist auch in Ordnung. Dann machen wir das nicht so, weil wir hier nichts bewegen können. Okay. Ja, was mich halt wirklich sehr, sehr ärgert, dass das hier nicht zurückgeht. Also ich würde wirklich sagen, weil wir jetzt schon wieder fast 10 Minuten hier dran sind und ich jetzt nicht 3 Folgen nur davon aufnehmen möchte, ich mache hier mal eben einen kleinen Cut und ich versuche es jetzt wirklich nochmal weiter einzustellen. Ich denke mal auch, dass mit der Handhabung, mit diesen, ja, Einstellen, dass der dann auch wirklich auf die Dinger geht, wo man eigentlich drauf möchte, das scheint ja auch irgendwie noch problematisch zu sein. Da kümmere ich mich jetzt mal drum und ich hoffe, dass wir uns dann nach dem Cut wiedersehen und ich dann ja, entsprechend das hinkriegen werde. Also falls ja, dann werde ich es auf jeden Fall so zusammenschneiden, dass es kurz vor der Lösung ist, dass ihr nochmal sehen könnt, was ich als letztes getan habe und ja, dass es dann weitergeht. Frau Ayawaschka, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Also zwei blaue haben wir schon mal.
Bist du jetzt der Richtige? Und der geht jetzt nach da unten. Ich wollte aber den treffen, ne? Jetzt. Frau Ayahuasca, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Trifft aber trotzdem noch nichts Neues. Der steht ja total falsch. Aha. Und der müsste dann auch rein. Der ist gut so, danke. Aber der rote müsste jetzt eigentlich noch. Moment, der geht nach unten. Aber der ist zu hoch, oder? Ach, der geht nach. Der geht nach unten. Da, perfekt, danke. So, aber wie kriege ich jetzt die drei, die zwei blauen da noch hin? Die gehen nach oben. Theoretisch könnte ich den umdrehen, aber den kann ich nicht umdrehen. Moment, hier ist noch einer frei. Den müsste ich hindrehen können. Wenn ich die Punkte jetzt sehen würde. Da ist einer. Hier ist noch einer. Der müsste eigentlich angeleuchtet werden. Das Problem ist, eigentlich von da angeleuchtet werden. Oder der runter, der hoch. Mann, wo ist denn der jetzt? Ist das der hier? Kann ich aber, oder? Geht er auf den? Also den muss ich auf jeden Fall so eingestellt kriegen, dass der dahin zurückgeht. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Ich muss das irgendwie mit denen hier machen. Aber wenn ich die verstelle, dann kriegt der hier halt nichts mehr. Theoretisch müsste ich den auf den stellen. Das kann ich aber nicht wegen dem Grünen. Weil der im Weg steht. Moment, kann ich. Jetzt bin ich auf einem anderen Bildschirm. Hilfe.
Kann ich den vielleicht so einstellen? Ah. Haha. Moment. Den jetzt noch auf Blau. Und ich hätte gar nicht Karten brauchen. Da, perfekt, danke. Ja. Ich hab's endlich verstanden. Also verstanden habe ich es doch vorher. Frau Kate Walker geschafft. Ja. Sie kommen zu Tempel mit uns. Spring runter. Oh, endlich habe ich es geschafft. Also, achso, die geht automatisch schon runter. Ich habe zwar einen Cut gemacht, aber ich hätte den Cut gar nicht gebraucht, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, weil ich habe direkt danach angefangen, nochmal aufzunehmen. Ich splitte das normalerweise immer, wenn ich so einen Cut mache, damit ich dann weiß, okay, da muss ich drauf achten, dass ich dann was zusammenschneiden muss. Ja, war aber eigentlich überflüssig, hat jetzt doch nicht ganz so lange gebraucht, wie ich jetzt gedacht habe. Ah, ich dachte, das wäre jetzt noch komplizierter. Aber ich habe auch irgendwie ein bisschen kompliziert gedacht am Anfang, muss ich zugeben. So, dann wollen wir doch mal schauen, was jetzt hier hinterliegt. Wahrscheinlich jetzt wieder das nächste Rätsel oder die nächste Sache. Geh doch einfach mal da hinten hin, Mädel. Ach, dein Ernst jetzt. Jetzt muss ich dich manuell bewegen. So, geh rein. Los. Ah! Mann, 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 Mann. Deine wahre Familie schon nicht mehr. Du musst jetzt nach Hause kommen. Hör auf deine Mutter. Ihnen ist sicher klar, dass es uns schwerfällt zu verstehen, wie so eine junge, brillante Anwältin sich kriminellen Aktivitäten zuwendet. Wir haben rechtliche Schritte eingeleitet, Miss Walker. Verlassen Sie sich darauf, dabei wird es nicht bleiben. Du musst verstehen, Kate. Ich konnte nicht ewig auf dich warten. Du hast uns enttäuscht, Kate. Ich war deine beste Freundin, der du alles anvertraut hast. Wir haben uns alle damit abgefunden. Du bist fort, Kate. Verloren. Du bist tot, Kate. Tot. Kate Walker? Ist alles in Ordnung? Ich... ja. Aber ich brauche frische Luft. Können wir bitte rausgehen? Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ich will nicht unhöflich sein, aber einen Moment lang schienen Sie in einer ganz anderen Welt zu sein, Kate Walker. Gespenster. Nur alte Gespenster. Nun gut, ich bin völlig erschöpft. Ich werde versuchen, vor Sonnenaufgang noch ein paar Stunden zu schlafen. Dann warte ich hier auf Sie. Gute Nacht, Kate Walker. Gute Nacht, Oscar. Thank you.
Zeit lang. Weg, glu glu, ohne Lanza. Was ist jetzt wieder los? Treffen Sie Kirk? Ich weiß jetzt natürlich nicht, was der uns sagen will. Ich würde jetzt mal... Auch mit ihm können wir auch noch sprechen. Gut, dann bleibe ich mal hier stehen. Ich würde nämlich mal sagen, dass wir hier mal einen kleinen Cut machen, wie ich auf das Rätsels Lösung gekommen bin. Das habe ich euch dann hoffentlich komplett noch mit reingeschnitten. Dementsprechend wird das Video nämlich auch ein bisschen länger sein als jetzt meine Aufnahmezeit. Ja, wie ich schon erwartet hatte, kam natürlich wahrscheinlich schon wieder irgendwas dazwischen, was wir lösen müssen, wie ja, jedes andere Mal auch. Ich sag mal einfach, bis zum nächsten Video, da werden wir dann herausfinden, was jetzt wieder passiert ist, weshalb wir nicht weiterkommen. Bis dann, ciao!